Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator mit unglaublichen 30 FPS und dem Pixelspaß. Hallo. Dem Randy. Hallo. Und den King Frizzy. Hallo. Okay, ja. Entschuldigung. Also nicht wundern, dass... Ja, darüber nicht lustig sagen. Machen. Aber, okay. Also, die FPS sind bedeutend besser. Ich habe einfach mal gereloggt. Dafür... Ja, ruckelt. Ja, das macht's halt immer mal wieder. Aber ich wollte noch sagen, sorry, wenn bei mir immer die ersten Sekunden fehlen, aber ich krieg das irgendwie mit der Aufnahmetaste nicht hin. Das ist total crazy. Du bist quasi zu doof, die Taste zu drücken. Also ja, einmal eine Taste zu drücken, wenn es heißt 1, go. Genau. Okay. Und wo jetzt genau ist das Problem, dass du das nicht hinbekommst? Dass ich nicht hingeguckt habe und anstatt Aufnahme Start, Aufnahme Stopp gedrückt habe. Okay. Und dann dachte ich, warum geht das nicht los? Und dann brauchte ich noch eine Sekunde, bis ich dann realisierte, ist ja egal. Also ich bin heute nicht der Schnellste. Und ich also möchte komplettes nicht menschliches Versagen, ja? Ja, genau. Okay, cool. Ja, ich möchte jetzt nicht hören, nicht nur heute, sondern egal, ist ja auch egal. Ist Wurst, ne? Aber dann musst du an dir arbeiten. Ja, ist ja gut. Schöne Runde. Ich denke, du hast das Potenzial... die Aufnahmetaste im richtigen Moment zu drücken. Das denke ich auch. Also ich denke doch, du kannst deine Fähigkeiten ausbauen. Ich denke, du schaffst das. Ja. Über mehrere Wochen in kleinen Schritten. Denke ich auch. Passt das irgendwann. Jungs, aber es tut mir echt leid, ne? Ich weiß nicht, wie viel Füße jetzt schon wieder geladen hat. Aber... 49%. Ich gehe jetzt erstmal meinen Traktor waschen, weil meine Windschutzscheibe ist so dreckig, das fuckt mich gerade so ab. Ich muss ja mal kurz den Kärcher drüber. Ja, es gab ja mal einen Waschtag, ist ja alles kläglich gescheitert hier mit euch. Kannst ja alles einen Hase geben, kannst das ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir noch Wasser hier haben. Wasserfüllstand 0. Läuft. Ja, Randy, du Arsch! Oh gut, das Wasser, ja. Du hast es nicht übertragen mit auf den neuen Spielstand. Das Wasser, das... Eigentlich alle Dinge. Achso, nee, das hatte ich. Das hab ich ja komplett vergessen. Naja, es war mir klar, dass irgendwas vergessen wird. Naja, da muss halt unser Geld jetzt drunter leiden. Kann ich so. Überkreten. Guck mal, wie es oben weggeht. Also, ich würde für einmal Traktor waschen keine 100 Euro bezahlen. Weil ich schon 100 Euro ich bin wieder nicht eingeloggt. Aber insgesamt. Als... Admin. Ja, mach ich wieder. Ich bin. Also, heute, ihr merkt, ich hab's richtig drauf. Leg dich doch einfach wieder ins Bett. Aha. Oh, das ist eine coole Idee, aber wir haben schon so spät am Tag, also ich wüsste nicht, warum ich jetzt ins Bett gehen sollte. Schön ein Mittagsschläfchen machen. Mittags, Dai. Habe ich mir gestern Abend auch so gedacht. Also gestern Abend, Samstagabend, ja, habe ich so gedacht, ja okay, machst ein Ruhigen hier. In der Dusche gewesen und alles, mit der Freundin Armbrot gegessen. War es 19.15 Uhr oder so, keine Ahnung, wo wir fertig waren. Hab ich gedacht, ja, um 8 geht's nochmal an den Rechner und tschüss noch ganz kurz. Dann habe ich auf die Uhr geguckt, 22.30 Uhr, hab mir so gedacht, oh, was denn da los? Ja, eingeschlafen. Alter, es geht gar nicht. Und wenn man dann so aufwacht, dann ist das so ein, wie wenn dir irgendwie, keine Ahnung, wie wenn du so 3 Rugby-Spiele gemacht hast gerade. Obwohl du so körperlich überhaupt nicht dafür geeignet bist. Weißt du, wie wenn dir so, keine Ahnung, oder so eine Fußballmannschaft mit ihren Stollen schon über die Fresse gelaufen ist. Oh. Tja, das ist hart. Dann fühlst du dich erstmal, brauchst du erstmal noch eine Stunde, um überhaupt irgendwie geradeaus zu denken. Und, ach, das ist eine Katastrophe. Aber naja, der Abend war dann umsonst, war alles von Arsch, ich konnte gar nichts mehr aufnehmen. Und ja. Bist ja so ein armes Hascherl. Aus Frust CSGO gespielt 2 Runden, die wir auch gewonnen haben übrigens. Und das auf Eagle, ne? Bin sofort voll. Ja, ich bin schon wieder am Feld. Jetzt so. Bin voll. Und ich habe noch einen Traktor gewaschen, ne? Also. Für 100 Euro. Minimum. Dann musste ich mich total anstrengen, mit euch zu schreiben. Wie? Ich stand in einer Diskothekenschlange, wo ich mit euch geschrieben habe. Du warst eine Disse? Ja. Du Alter! Feier! Mann! Mir fällt kein Wort ein. Okay. Und hast du richtig die Sau rausgelassen?
Ja, wo du geschrieben hast, 13 Uhr, habe ich gedacht, oh verdammt. Tanzt du auch in der Disco? Ja, gestern habe ich getanzt, ja. Aber echte Gangster tanzen nicht. Ah. Die stehen nur in der Ecke mit verschränkten Armen und wippen mit dem Kopf. Ah, das sind ja die Loser, die keine Party machen können. Achso. Ja, oder? Du tanzt, also. Was kam denn für Musik? Ach, keine Ahnung, irgendwas Dubstep-mäßiges. Ach, so in der Disco wart ihr? Ja. Disco Fox zum Dubstep. Ja, ja gut, also wo ich gestern, upsala, Entschuldigung, wo ich gestern bei Pixel im Stream die Musik gehört habe, habe ich mir auch so gedacht, da war so ein Lied dabei. Ich weiß gar nicht, was war das denn? Ja, was denn? Wo ich mir auch so gedacht habe, Mensch, ist das jetzt hier eine Rentnerbespaßung oder? Rentnerbespaßung? Rentnerstream. Was denn für ein Lied? Entschuldigung. Es war irgend so was Altes. Ich werde mal einen Schlagerstream machen, glaube ich. Es war ein Lied von Oh, sie kommen und holen mich. Habt das gehört? Ja, es gab ein Lied, das war von Rolling Stones. Der Rest war eigentlich relativ heavy, muss ich sagen. Boah, heavy! Hast du mal richtig... Da war der Sturm dabei. Da wundert es mich. Und du hast dich angefangen, den Kopf zu schütteln im Stream? Nee. So Headbang-mäßig? System of a Down war dabei. Nee. System of a Down. Ich weiß nicht, ob du das kennst. System of a Down. Naja, der Name sagt gibt gar nicht mehr, ne? Nee, Serge macht viel allein im Moment, aber... Ich find die Jungs gut, eigentlich. Ja. Konnten Serge? Serge Tarkian. Oh. Der Sänger von System of a Down. Mhm. Was ein Typ. Wer denn? Du! Jetzt reicht das nicht. Warte mal, jetzt muss ich die kleinen Püppels hier abfahren, die noch auf dem Feld rumliegen, damit ich genug zusammenkriege, um den letzten Ballen zu pressen. Das wäre alles, ja. Das, wie gesagt, es war ein einziges Lied von den Rolling Stones war dabei. Und da zu sagen, das wäre Rentnerbespaßung. Was denn? Ja, die Leute hatten sich sogar beschwert. Jana sagt es gerade. Ich habe das, weil ich so komisch rüber geguckt. Oh Gott, ich habe das Geiles gemacht. Die hatten sich beschwert, die wollten Schlager hören. Es war denen zu heavy. Ich habe auch schon mal überlegt, so einen Schlagerstream zu machen, weil Schlager geht ja eigentlich, kann man ja eigentlich übers Feste gehen, ne? Okay. Also ich kann das nicht. Noch mit 3,8 im Kessel geht alles. Mit 3,8 im Kessel richtig. Ist Schlager, Junge. Randy. Randy. Das ist richtig. Ist das eigentlich das einzigste Feld, was wir noch haben, oder haben wir da noch mehr? Muss man noch mal gucken. Ich glaube, Feld 3 wurden gehört uns auch noch da so vom Meister. Liegt echt nicht mehr rum, Leute. Wer hat denn hier den Drescher stehen lassen? Keine Ahnung, da hat man das letzte Mal getroschen. Warte mal, im Weg, bist du noch voll genug? Leer genug? Ja, Hälfte. Warte mal. Gehen über 50 rein hier. Oder 50 gehen rein in die Schüssel. Habe ich das denn zusammen? Kann ich es überhaupt zusammenklappen? Mit X. Ja, geht leider nicht. Aufs Schneidwerk. Kann natürlich sein, ja. Ja. Kann natürlich sein. Ist so. Die Arbeitskamera hier drin ist schön. Vorne liegt noch ein bisschen was. Keine Ahnung, ich darf noch nicht fahren. Reicht im Leben nicht. Ja, darfst jetzt fahren. Die letzte Bahn kannst du mir schön am Arsch lecken, kannst du mich. Immer noch 90% am Arsch. Würdest du gerne. Immer schön die Poperze schmatzen. Die Schnunzel brunzeln. Lecker. Randy, würdest du mir gerne mal die Schnunzel brunzeln? Komm, gib's doch. Du stehst doch drauf. Ich steh drauf. Ja, sonst würdest du es mir ja nicht anbieten. Das ist jetzt, wie sag, erkläre ich dir am schonendsten? Vielleicht will er dir auch nur was Gutes tun. Ja. Randy, müssen wir auch mal in die Disco gehen. Ja. Auf der Gamescom, da können wir ein paar Tage bleiben. Das stimmt allerdings. Auf der Gamescom könnte man eigentlich abends auch mal in die Disco nehmen. Dann könnte man Randy mal mitschleppen, dann kann. Dann sie. Naja, egal. Verkuppeln wir den. Mit so einer Disco-Schlampe, ne, schön, danke. Also sag mal. Hast du sie noch alle? Nicht alle Frauen, die in die Disco gehen, sind doch Schlampen. Was soll denn das jetzt heißen? Ja, hab ich doch wohl nicht gesagt. Mit einer Disco-Schlampe hast du gesagt. Ja, naja, aber es gibt auch. Sicherlich auch. Naja,
bestimmt, das ist die überwiegende Mehrheit. Oder nicht? Die Frauen in der Disco, dass sie Schlampen sind? Nein. Na, was ist denn da die überwiegende Mehrheit? Was das? Dass du solche eher triffst. In der Disco? Ja. Naja, also ja, doch die überwiegende Mehrheit. Ich glaube nicht, dass du da so ein akademisches Vorbild wie Pixel treffen wirst, oder? Immer diese Vorurteile. Aber das ist ja jetzt totaler Nonsens, den Nazis, René. In der Disco würde ich behaupten, ist jegliche Art von Menschen vertreten. Egal welchen Wissensbildungsstand oder sonstiges. Egal welches Alter, egal welche Intelligenz, egal welche Kleidung. Ich meine, mit Sicherheit gibt es da auch die Schlampen, klar, logisch. Aber die muss es auch geben. Die sind ja ein wichtiger Bestandteil vom Abend. Und nicht. Ohne die läuft nichts. Ohne die geht gar nichts. So richtig billig und nuttig angezogene Damen. Wie viel Prozent hast du? 86,5. Bist du oben am Feldpixel? Ja. Hast du den letzten Ballen gepresst schon? Ja, nee, der letzte ließ ich nicht pressen. Es fehlt 10%. Wo steht denn die Ballenpresse jetzt? 90%. Immer noch da. Warum? Hast du deine Arbeit dort abgeschlossen, oder? Aber die ist doch zu 90% voll. Das ist doch uninteressant. Das ist doch egal. Die macht doch dann da weiter. Gut. Wo soll ich du kannst auch die Ballenpresse jetzt theoretisch über Stroh fahren, dann macht sie mit Stroh weiter. Ja, ich weiß, aber dann kommt auch ein Strohballen raus. Ja, aber die Arbeit ist ja abgeschlossen und was kommt raus? Strohballen kommt dann 95%. Raus. 95%. Ja, sicher. 98%. Und... Stopp. Ich sehe hier gerade, der Drescher ist noch voll mit Mais. Oh, lass ihn auch schon mal stehen, fangen wir mal runter. Dem tanken wir dann am Hof ab. Ja, den habe ich gerade am Hof geparkt, den Drescher. Ja. Jetzt hat er schon wieder so gebrüllt, so. Fio! Der Motor, wegen kurzem Leck. Ich finde das geil. Pixel, ich fahre den Dingen zum Hof ab. Dankeschön. Aber Randy, dann würde mich interessieren, wenn du in die Disco gehst, eine Frau kennenlernen möchtest. Wie ich soll... gehe nicht in die Disco, um eine Frau kennenzulernen. Ja, du gehst überhaupt nirgendwo hin, um eine Frau kennenzulernen, weil du schwul bist. So. Sorry. Ja, ja, genau, das nee. Muss es sein. Ja, aber du musst muss ja irgendwann, musst ja meine Freundin. Ich muss oder gar nicht, außer also sterben irgendwann. Du bist so ein Vollpfosten. So ein Bock. Wenn das deine Meinung ist. Ich meine, sag mal so, dass du jetzt dich nicht weiter fortpflanzt, hat ja auch Vorteile. Aber im Großen und Ganzen musst du auch an dein Land denken. Ach. Dafür gibt es ja Menschen wie dich. Ja, aber ich erfülle ja auch die Kinderquote in dem Sinne nicht. Nee, 2,5. Fremdisch. 2,5? Nee, 1,5 sind's. Gut, also ein halbes musst du noch machen. Hm. Ja, aber ich habe um Längen schon geschafft. Genau, Füsi hat meins mitgemacht. Du hast 3, ne? Ja, das tut es jetzt unterwegs. Das Doppelte, naja, siehst du, hau doch hin. Ah, so, jetzt schauen wir mal ganz kurz, wie es hier im Lager aussieht. Pixel, der Trecker ist ja fast leer. Wieso gehen die Türen nicht automatisch auf? Das ist doch auch das letzte Mal irgendwie. Wie war das? Ja, die sind ja alle wieder zu. Die waren ja alle auf. Ja, und die sehen teilweise zu aus, zumindest war es bei unserem alten Spielstand so, und die waren dann aber auf. Also, ich war dann immer erst einmal dagegen, um zu gucken, ob sie auf sind. Okay. Da hoch brauchst du jetzt nicht nochmal kommen mit dem Anhänger, oder? Pixel hat jetzt 34, Schnee darf der passen. Na, dann mache ich erstmal ganz schnell den Drescher hier leer. Pixel fährt dann noch schön seine Ballenpresse zurück. Nee, das macht gerade der Freezy. Mach ich gerade für ihn. Ach, du grüne Neuner Freezy. Gerade laggt bei mir. Einfach stehen bleiben, passt ja. Ach, das war ja wieder hier mit dem komischen Rohr, ey. Das geht wieder nicht über den Anhänger hier. Ah. Dann mit Schwung! Anders hat es mit komischen Rohren zu tun. Jetzt nicht nur privat, sondern auch noch im Spiel. Gut, wenn du jetzt mein Rohr sehen würdest, kann ich verstehen, dass es dir komisch vorkommt, da du das für dich ja schon was ganz Neues wäre. Das ist richtig, weil so eine Form habe ich noch nie gesehen. Nicht nur die Form wird dich begeistern, auch der Geruch. Auch der Geruch, genau. Ja. Denn
Der riecht ja neutral, nicht so wie meiner. Der riecht wie ein großer, obwohl er nur ein ganz kleiner ist. So. Boom. Ja. Aber Pixel? Ja. Das macht nix. Randys Mutter hat's gefallen. Jetzt kommt wieder Hurensohn. Komm, sag Hurensohn, bitte. So, die Folge ist zu Ende, meine lieben Freunde. In diesem Sinne würde ich mich gern von euch verabschieden, in der Hoffnung, dass der Randy jetzt auch noch was sagt. Sagst du noch was, Randy? Hurensohn. Danke. Ja, auf jeden Fall, sag ja wenigstens Hurensohn. Okay, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei den anderen vorbei und ja, Randys Mutti, liebe Grüße an dich an dieser Stelle. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Ciao.